Stirb! Und jetzt brennen. Okay, das Ding brauche ich höchstwahrscheinlich. Hier ist noch eine Bombe. Oh oh. Oh no. Oh, das war aber gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Noch einer. Aua. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ups. What? Hat mich denn das noch erwischt? Schon wieder? Das ist doch buggy hier. Okay, das war nicht buggy. Ups. Ach komm. Halleluja, endlich. Gehirne? Ah, das sind auch noch Gehirne für mich. Da auch noch. Oh, warte, das habe ich vergessen, oder? Ja. Mehr Gehirne. Ach Gott, ich hoffe, ich verreck da dran jetzt nicht. Dankeschön. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich hier gleich von etwas verfolgt werde. Großartig. Das habe ich nicht gesehen. So, gib mir das. Jetzt hier in den roten Bereich rein. Ich will hier eigentlich gar nicht sein. Hallo? Oh, Kontrollpunkt. Warte, dann... Stopp. Was ist da? Da hinten gab es nämlich noch eine Tür, die habe ich gar nicht durchsucht. Da will ich natürlich... Der Kontrollpunkt ist ja schon mal gut. Fange ich wenigstens wieder von Spritzen, danke. Von dort an. Weil eigentlich wollte ich wissen. Wo ist denn jetzt hier? Ist das der Ausgang? Ja. Eigentlich wollte ich wissen, was hinter der Tür ist. Ach, geht noch. Okay. Okay, dann eben nicht. Nee. Auch nicht. Wo geht's? Ah, hier. Dieses verdammte Labyrinth. Nee, nee.
Warte, ich bin hier lang, dann bin ich da, genau, und dann da links. Aber ist in dem Schrank echt nichts? Nee, echt nicht. Ich gedacht, da ist irgendwas drin, aber offenbar ja nicht. Da habe ich Munition voll, ne? Ja. So, hier wechseln wir mal eben auf Explosion. Hier war ein Kontrollpunkt, ne? Und hier haben wir eine Falle. Jetzt sollte ich das Licht ausmachen. Oh! Vielleicht hätte ich in diesen einen Raum doch gekonnt. Ja moin! Kann ich das hier nehmen? Ohne dass ich... Wow! Alter, seit wann bist du denn hier? Moin! Nope! What the f... Stopp! What? Was ist das? Jesus! Wow! Wie bist denn du hier durchgekommen? Da wo ich herkomme, nennt man das Cheaten! Noch eine! Ich stehe gerade echt scheiße, ne? Du bist schnell. Ah, du erinnerst mich doch an jemanden. Hi. Würdest du endlich verrecken, bitte? Ich will auf das hier wechseln, genau. Oh, da lang. Wo ist er? Da. Hallöchen. Haha. Bitter, ne? Ich glaube, der ist nicht tot. Ich glaube, der lebt noch. Der lebt doch noch. Jesus Christ. What? Oh. Ah, verdammt. Oh, Jesus. Das ist doch... Au. Bescheuert. Wupp. Ja. Ich hasse dich auch. Danke. Ah, wieder hier. Wieder hier. Warte, hier gab's. Hier gab's doch irgendwo Kisten. Oder? Erzähl mir nichts, hier gab es doch noch irgendwo Kisten und da war Heilung drin. Oder habe ich noch? Nee, habe ich nicht.
Oh Mann. Nee, nee, nee. Ah, die waren hier, genau, hier sind sie. Dankeschön. Nope. Aber eigentlich, weißt du, den Schlüssel bräuchte ich gar nicht. Wenn ich einfach den Hebel betätige, kommt das Vieh eh nicht dran vorbei, oder? Ich weiß es nicht. Oh, das sind doch Spritzen. Okay, nach Möglichkeit das Vieh erstmal nicht. Wow! Nicht freilassen, wollte ich sagen. Na komm nur her. Ich hab dich doch gerade hier angezündet, Mann. Okay. Nehmen wir mal gleich Feuer. Vielleicht ist er ja feueraffin oder sowas in der Richtung. Ich kann dich beruhigen, er ist es nicht. Servus. Servus! Komm! So, da kommt er hoffentlich nicht durch. Und jetzt? Ah, hier, eine Leiter. Kommt das Vieh hier hoch? Oh Mann. Machen wir das Licht aus hier. Oh, Kisten. Was zu heilen. Dankeschön. Nehme ich mit. Heilung. Rein damit. Und jetzt wieder die Granaten rein. Was ist das für ein Ort? Sowas fragt er sich noch. Nach allem, was er erlebt hat. Fragt er sich noch sowas? Kontrollpunkt, oh, Dankeschön. Zu freundlich. Was zu heilen? Ups. Eigentlich egal, Hauptsache der Dicke ist nicht hier. Guter Witz! Könnt mich mal alle am Arsch lecken, ihr Penner! Verreckt da dran! Jetzt einen Moment. Ja, doch Feuer, genau, Feuer wollte ich. Wow! Hau ab!
Bist du tot? Er ist tot. Sie sind wirklich tot. Ich habe sie getötet, ich ganz allein. Wir geben auch ordentlich was. Brenn! So, ich nehme mal an hier die Kurbel. Oh, da gibt's Munition. Komm, Kurbel, schneller. Ey, ich wünschte, ich hätte auch so viel Zeit wie er, ne? Gib mir das hier. Ach, voll. Auch gut. Nachladen. Was liegt hier? Ah, Gehirne. Ach, jetzt bin ich hier. Aha, okay. Quasi, hinter dem Ganzen hier. Und jetzt hau ich ab. Da ist noch was zu heilen, das gehört mir. Und ciao. Ich will es gar nicht wissen. Ich sag doch, ich will es nicht wissen. Oh Mann. Wenn jetzt dieses wieder kommt, ne? Das bräuchte ich aber nicht hier. Hey, warte mal, das war doch gerade wieder diese Spinnentante, die ich mit Feuer getötet habe, oder? Ah ja? Oh, hier! Was zum Anhören? Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall. Durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Aha. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten. Dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. So. Ich höre Speichern. Also einen Spiegel quasi. Nee, ist nichts mehr. Schade. Aber jetzt habe ich hier richtig viele Punkte zum Ausgeben. Also Gehirne. Meine ich mit Punkte. Was zum Lesen? Tagebuch von Sebastian Castellanos, 27. Februar 2012. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht. Aber das war nichts im Vergleich mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um es zu verhindern. Aber ich kann es nicht. Ich fühlte mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabließen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Ich mache mir Sorgen um Myra. Der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. Sie will allein sein, bleibt die ganze Nacht über wach. Sagt, sie arbeite. Was? Sie arbeite, um mich nicht an das Unglück denken, um nicht an das Unglück denken zu müssen, aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert, und hoffe, dass wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. Ja, die Trennung, ne? So, in den Speicherpunkt, Dankeschön. Haben Sie etwas vergessen? Ah. 22.400, ja. Was kann ich ausgeben? Für was?
Vielleicht zum Meer. Spritzen. Das kostet fast nichts, komm, nehmen auf 3, das Upgrade. Bolzen, Granaten, Schrotflinten, Kaliber 45. Ach so, da kann ich, ja, Explosivbolzen upgraden, ja. Der ist nämlich ganz nützlich bei Bossen und so weiter, deswegen mache ich das jetzt. 30% mehr Schaden. Also jetzt insgesamt durch die Upgrades pro so Explosion, das ist dann doch schon ganz gut was. Also wenn ich 3 von denen dann quasi abgefeuert habe, habe ich schon fast einen wieder gut dadurch. So, speichern. So Leute, und an der Stelle mache ich jetzt einen kleinen Schnitt. Den Link zu meinem YouTube-Channel findet ihr unter dem Stream und den Link zu meinem Stream in der Videobeschreibung bzw. in der Kanalinfo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren und den Daumen hoch. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.